Es geht los. Aber der See ist halt einfach richtig schön. Die Scharte war nicht ganz so ohne, weil ich einfach meine Hände dazu hochkommen gebraucht habe. Heute ist der vierte Tag. Es ist ziemlich nass. Es ist übrigens mega kalt. Und wir hatten eine kleine Fehlplanung. Wir haben gestern nämlich unsere ganzen Wandersachen gewaschen und dachten, ziemlich naiv, dass das trocknet bis heute. Es ist natürlich nicht getrocknet und wir wandern jetzt mit unseren Schlafanzughosen und Regenhosen drüber. Nicht ganz so optimal, aber geht schon irgendwie. Man merkt auf jeden Fall, dass je länger wir unterwegs sind, desto mehr sinkt die Hemmschwelle irgendwie. Irgendwie hat es aber auch echt was, bei dem Wetter unterwegs zu sein. Also wir haben keine Ahnung, wo wir hier genau sind, weil es einfach so neblig ist. Man sieht geradeaus einfach gar nicht so viel. Aber wir glauben, dass wir bald oben sind, weil es hier schon ziemlich stark windet und wir sowieso, glaube ich, die meisten Höhenmeter jetzt dann schon geschafft haben. Es ist so kalt und es windet auch noch. Also, wir haben uns jetzt mal unsere Stirnbänder und Handschuhe angezogen, weil es wirklich kalt war vorhin. Wir sind jetzt gerade schon am Abstieg. Da ist überall Nebel. Also eigentlich echt überall. Wir haben gerade noch mal eine kurze Pause gemacht und hoffen, dass es nicht wieder anfängt zu regnen. Und die Schokoreiswaffeln waren lecker. Die waren wirklich gut. Die haben uns gerade richtig die Stimmung versüßt. Richtig. Wobei wir eigentlich ist die Stimmung gut. Wir finden eigentlich den Tag sogar ganz cool, weil es echt mal was Besonderes ist, hier in dem Nebel zu wandern. Ja. Stimmt. Kann ich nichts anderes sagen. Irgendwo da hinten sind, glaube ich, noch Berge, aber die sieht man nicht wirklich. Ich sehe ja echt so doof aus. Ich sehe echt aus wie eine Litfaßsäule. Hallo zum fünften Tag heute. Wir sind heute Morgen aufgewacht bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Und kaum sind wir losgelaufen, hat es angefangen zu regnen. Wie soll es auch sonst sein? Wir haben jetzt aber eine Entscheidung getroffen. Eigentlich war geplant, dass wir über den Berg rübergehen und auf der anderen Seite dann runter ins Tal, wo wir dann übernachten. Aber wir haben einfach keine Lust mehr, so viel bei Regen unterwegs zu sein. Und wir wissen nicht, wie sich das Wetter entwickelt, weil eigentlich ein Gewitter noch vorhergesagt war. Und außerdem wissen wir nicht, wie der Steig sich halt so bei Nässe und so verhält. In unserem Wanderführer stand nämlich, dass es ein bisschen rutschig werden kann. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, über den Fahrweg runter ins Tal zu laufen. Ist jetzt halt ein bisschen länger wahrscheinlich, aber dafür sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ja, wir sind, glaube ich, ganz happy mit der Entscheidung. Und kaum habe ich gesagt, dass es den ganzen Tag regnet, kommt die Sonne raus. Es ist schon echt ein bisschen wie verhext. Aber egal, ich glaube, es war trotzdem die richtige Entscheidung. Weil der Weg ist ja trotzdem nass und bestimmt auch ein bisschen rutschig. Und ich weiß gar nicht, ob man es sieht, aber trotz der Sonne regnet es immer noch. Eigentlich müsste irgendwo da ein bestimmter Regenbogen sein, aber wir haben ihn noch nicht gefunden. Man merkt auf jeden Fall auch, dass wir uns der italienischen Grenze nähern. Weil schon so richtig viele Hinweisschilder und so auf Italienisch sind. Und Thema Pilze sammeln, wir haben so viele Pilzsammler gesehen. Das ist gerade, glaube ich, echt hier Hochsaison für Pilze. Da hinten kommt einfach der blaue Himmel raus. Ich glaub's nicht wirklich. Vorhin sah es so schlimm aus und der Berg, auf den wir eigentlich hoch wollten, der war einfach komplett im Nebel. Wir haben ihn nicht mal richtig gesehen.
zeigt aber auch einfach wieder, wie flexibel man halt einfach sein muss, wenn man so eine Tour geht. Vorhin, als wir da überlegt haben, wie es jetzt weitergeht und ob wir runter ins Tal gehen oder nicht, da war es einfach so stürmisch und es hat total geregnet und eben neblig und nass und kalt. Und kaum sind wir jetzt im Abstieg, kommt die Sonne raus und es ist einfach blauer Himmel. Natürlich ist das dann erstmal so ein blödes Gefühl irgendwie, aber das Wetter in den Bergen kann man einfach nie zu 100% einschätzen. Und ich glaube, dann ist man auf jeden Fall besser dran, wenn man dann die sicherere Entscheidung trifft. Und ich glaube, das war jetzt schon richtig so. Aber hier sieht man ganz gut, dass das Wetter auch nicht so richtig echt ist. Also da hinten kommt schon wieder der Nebel raus. Da, ich glaube, diese Berge da hinten nennt man eigentlich auch Tiroler Dolomiten. Zumindest haben wir das gestern gelesen. Aber wir haben die leider gar nicht gesehen, weil die den ganzen Tag im Nebel waren. Also, ich merke so nach so 4 ganzen Wandertagen so langsam ein bisschen meinen Rücken. Du auch? Nacken. Ja, bei mir ist es auch der Nacken. Nacken und so ein bisschen auch die Schultern. So viel zum Thema Wetter. Jetzt regnet es nämlich schon wieder. Wir können es noch gar nicht richtig glauben, aber heute scheint die Sonne tatsächlich. Heute ist Wandertag 6, glaube ich. Und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Wir haben endlich mehr blauen Himmel. Hoffentlich bleibt es so. Die Aussicht ist richtig schön von hier oben. Man glaubt es kaum, aber tatsächlich scheint die Sonne immer noch. Es ist saumäßig kalt hier oben, weil es echt krass windet. Ich glaube, jetzt sieht man ganz gut, wie kalt es ist. Da ist einfach Eis am Baum. Noch mal kurz zur Erinnerung, es ist August. Wow, wie schön. Es fängt gerade ein bisschen an zu schneien. Es ist wirklich absurd, was das dieses Jahr für ein Wetter ist. Man merkt auf jeden Fall die Temperaturen und ja, es ist tatsächlich Schnee. Was sagst du dazu? Pferde. Ja, Pferde sind auch da. Die frieren bestimmt auch. Da hinten kommt der Schnee bestimmt her. Da sieht es schon so richtig dunkel aus. Ich habe keine Ahnung, ob man das sieht. Aber da kommen tatsächlich die Schneeflocken runter. Ja, so viel zum Thema. Heute wird gutes Wetter. Also es wechselt sich wirklich dauernd ab zwischen Sonnenschein und Regen. Oder beide, so wie jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob man die Regentropfen sieht. Aber die Landschaft ist wirklich, wirklich schön hier. Hier sind überall richtig schöne, saftig grüne Wiesen. Und dann die Bäume. Da hinten sind übrigens Ziegen. Die haben uns gerade schon sehr interessiert beobachtet. Thank you.
Also, guten Morgen von unserem vorletzten Wandertag. Wir haben heute tatsächlich mal Sonnenschein. Man mag es kaum glauben, aber wirklich, es ist strahlend blauer Himmel und die Sonne scheint und es ist total idyllisch hier. Da hinten sieht man, glaube ich, sogar den Tribulaun. Ich glaube, dass der das ist. Wenn nicht, dann korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Auf jeden Fall ist die Sicht einfach so gigantisch. Wir sind jetzt am See angekommen. Da hinten ist noch so eine Kapelle, da laufen wir jetzt hin. Das Wasser hat echt eine Megafarbe. Es ist richtig blau. Sehr, sehr idyllisch hier. Von da hinten sind wir hergekommen, von dem Haus. Und jetzt sind wir einmal hier so außenrum. Und da geht's dann weiter. Wenn man hier so geht, dann denkt man, dass der See eigentlich relativ klein ist. Aber jetzt sind wir hier rübergegangen und tatsächlich ist der deutlich größer als gedacht am Anfang, weil es hier einfach noch weitergeht. Also gar nicht mal so klein, der See hier. Das ist mal eine Bank mit Aussicht. Die letzten Meter zur Grenze sind noch mal richtig steil. Da oben ist dann die italienisch-österreichische Grenze. Wir stehen jetzt hier gerade auf dem Alpenhauptkamm und damit auch auf der Grenze zwischen Österreich und Italien. Hier ist Österreich und da ist Italien. Da ist der Grenzstein. Österreich und da ist Italien. Von hier aus sieht man sogar die Dolomiten. Da ganz hinten sieht man die. Echt sehr beeindruckend. So viele schöne schneebedeckte Gipfel da hinten. Italien. Hier geht's jetzt den Weg runter bis ins Tal nach Gossensass. Richtig schön hier durch die Bäume und hier ist immer so ein bisschen so Gras am Wegrand und die Sonne scheint. Heute ist der letzte Tag. Es regnet mal wieder. Wir sind gerade schon von da hinten gekommen. Der Weg war bisher nicht ganz so spannend. Es war so ein steiler
Pfad im Wald hoch. Wir haben schon einige Höhenmeter hinter uns, aber wie gesagt, so richtig spannend war es nicht. Wir hoffen, dass wir jetzt da so ein bisschen in dieses Tal reinkommen und es dann noch ein bisschen schöner wird. Wir haben jetzt hier gerade mal noch Pause gemacht unter einem Baum, weil es wieder ein bisschen stärker geregnet hat und jetzt haben wir noch ein bisschen was gegessen und dann kann es gleich hier weitergehen wieder. Aber der Weg ist wirklich langweilig, also im Vergleich zu dem, was wir gestern gelaufen sind, ist der richtig langweilig hier. So geht es jetzt die letzten Meter hoch, bis wir dann oben sind und dann geht es mit der Bergbahn ins Tal. Und dann hätten wir es tatsächlich geschafft. Also anscheinend sind wir oben. Die Sicht ist schon schön. Hier hinten sieht man wieder die Berge. Die haben wir jetzt den ganzen Weg lang gar nicht gesehen, weil wir im Wald waren. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen und finde ich wirklich komisch. Wieso stecken manche Leute immer so Stöcke hier in die Kuhfladen? Kann mir das jemand erklären? Aber von hier oben haben wir nochmal einen richtig schönen Blick, wie wir es uns ja vorhin auch gewünscht hatten. Die Aussicht ist wirklich gigantisch. So, da drüben ist dann die Bergstation. Und dann geht's runter ins Tal. Nochmal ein Blick auf die Berge da hinten. Wir sind in Sterzing angekommen.